Weil es wäre so witzig, wenn uns jetzt entgegenkommen würde. Kommt er? Er kommt sogar entgegen. Oh no! So ihr Lieben, ein entspanntes Hallöchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute wieder Lästerschwester und gucken uns mal die Creme de la Creme auf unseren Straßen einmal genauer an. Bevor ich es vergesse, wir befinden uns wieder bei RLP, einer meiner Lieblingskanäle. Den Link findet ihr natürlich wieder hier unten. Schön abonnieren, liken und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Da würde ich sagen, jetzt machen wir die Schalte und bitte. So, wir sitzen im Auto von Fabo. In der Kurve, vor der Kurve, in der Kurve überholen und dann auch noch ein Pkw und ein Traktor. Ihr kennt ja meine Meinung zu Kolonne. Gab es auch eine Diskussion oder eine Anmerkung in den Kommentaren, dass es ja eigentlich erlaubt ist, Kolonne zu überholen. Man muss nur alles richtig absichern und. Ja, ich weise nochmal darauf hin, in der StVO steht aber auch drin, dass wir lange Überholwege vermeiden sollen. Und wenn jetzt zum Beispiel wie hier mal eins und eins zusammenrechnen, dass der Fabio wahrscheinlich auch gerne überholen möchte, dann ist das nicht eine Frage von ich darf aber, sondern eine Frage von partnerschaftliches Verhalten. Defensives Fahren heißt, ich gucke erstmal, ob der Fabio überholen möchte. Nicht nur seine Rechte kennen, auch seine Verpflichtungen. Nur mal so. By the way. Also, an dieser Stelle gut Kolonne überholen und das noch in der Kurve. Relativ gefährlich. Was heißt relativ gefährlich? Absolut gefährlich. Er fährt schon sehr dicht rechts am Grünstreifen lang, aber trotzdem. Na, da ein bisschen Geduld. Na. Guck mal, und manchmal löst sich das alles von ganz alleine, das Problem. Ne? So, der Traktor fährt jetzt hier rein. So. Autobahn. Oh, sehr interessante Geschichte. Also, wir sitzen anscheinend hier im LKW. Uns überholt ein LKW. Wir schauen mal auf die Auffahrt ruf, auf den Einfädelungsstreifen. LKW und dahinter ein PKW, der graue hier. Ich glaube, das wird jetzt interessant für uns. Das riecht nach Abenteuer. Er blinkt, setzt sich einfach vorne. Na ja, klar, weil LKW, Bremsweg und so weiter ist ja nicht. Ist ja so. So, jetzt ist er in der Zwickmühle. Lässt er jetzt den LKW da vorne rein oder was macht er denn jetzt? Das wird spannend. Wir bleiben dran. Oh. Den Sicherheitsabstand zwischen Bus und LKW sieht er als seine Lücke an und rutscht natürlich rein. Ha, natürlich alles ein bisschen enge, ne? Aber wie wir ja gelernt haben, platzsparende Fahrweise heißt, wir haben sowieso kaum noch Platz auf der Straße oder auf der Fahrbahn. Warum dann großzügig eine Lücke suchen? Hier muss jede Lücke ausgenutzt werden. So, wir haben grün. Wir biegen rechts ab. Vor allem, wo will der denn hin? Das sind wieder diese spontanen Entscheidungen. Ja, er blinkt. Will er wenden? Keine Ahnung. Blinker links, also das ist ja schon mal gut, dass er blinkt. Zack. So, wir biegen nochmal rechts ab. Ja, das kennen wir doch hier, FFM. Da bist du ja schon hier lang. Genau das meine ich. Warum wenden die nochmal? Dürfen die da nicht links abbiegen an der Kreuzung? Oder was? Oder Stau? Auf jeden Fall, das ist jetzt hier abgebremst, rumgezogen. Spontane Entscheidung. Und BAFFM anscheinend fährt die ja öfter lang und rechnet zum Glück halt auch damit. Oder kennt das, dass die dann einmal wenden auf katastrophale Weise. Herrlich, herrlich, herrlich. Ach hier, meine Lieblinge, meine Sportler, meine Radfahrer, Sportradfahrer. Ja. Die schaffen es ja nicht mal richtig, eine Kolonne zu fahren, oder was? Ja, gut, okay. Du, solange sie sich selber wegruppen, ist das ja alles in Ordnung. Wenn es ein Auto gewesen wäre, wäre natürlich schlimmer, ja. Also, gut. So, was haben wir hier? Der kommt aber ganz schön. Oh! Jo, pass auf. Wir gucken uns das nochmal an. Wir fahren jetzt knapp 50. 50 fahren.
Also er kommt mit mehr als 50 hier angedengelt, will dann rechts abbiegen. Vor uns der Weiße, ist nicht noch ganz sicher, will er jetzt nach Dachsladen, Rheinhafen reinfahren, also rechts abbiegen oder geradeaus. Wahrscheinlich nicht ortskundig und entscheidet sich dann doch noch kurzfristig rechts abzubiegen. Wieder eine spontane Entscheidung. Mit der richtigen Verkehrsbeobachtung hätte er wahrscheinlich den Schwarzen anrauschen sehen können. Wäre vielleicht auch nicht so eine gefährliche Situation, wenn der Schwarze einfach mal 50 gefahren wäre, wie es erlaubt ist. Weil er musste ja damit eigentlich immer rechnen, dass jemand rechts auf die Abbiegerspur möchte. Haben die nochmal Glück gehabt. Also er bremst ab, sieht das und zack, ja, über die durchgezogene Linie. Also da müsste der Weiße jetzt wirklich weiter geradeaus fahren und an der nächsten Kreuzung oder Einmündung, vielleicht kommt eine Tankstelle, Parkplatz, dort sich einen Punkt suchen, wo er wenden kann. Schwierige Situation. Aber Gott sei Dank, alles ist gut gelaufen. An dieser Stelle hier übrigens mal vielen Dank an Felix, den Pixler der heutigen Folge. Ohne seine Mühen würde es dieses Video heute nicht geben. Felix, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, auch von uns hier, die das Video jetzt sehen. Dankeschön. So, Baustelle, rote Ampel, außerorts, nervig. Sieht auch ganz schön lang aus, die Baustelle, wa? Also, preiset den Pixler. Oder preiset ihn. Oder wie auch immer man das sagt. Nee, ist schon okay. In jedem Fall, danke Felix. Preiset ihn. Also. Ich hoffe, dass derjenige einfach nur die rote Ampel übersehen hat, damit ich den Glauben nicht verliere. Aber anders gesehen, der Philipp, der wird doch nicht der Einzige sein, der hier an der Ampel steht. Man erkennt es einfach. Baustelle, da warten welche. Das ist, was ich immer sage. Die Scham vor der roten Ampel, die ist einfach nicht mehr gegeben. Kein Respekt mehr vor der roten Ampel. Vollidiot, Alter. BMW muss man fahren. Hat jetzt nichts mit BMW zu tun, Philipp. Also, keine Klischees hier. Völlig kernbehindert. Die Leute halten doch hier nicht so lange Weile an. Richtig so, das kann doch nicht sein. Da rast du einfach der roten Ampel einfach so vorbei. Schweinerei hier, mit 180 Sachen. So, ich brauche eine Cola. An Cola könnte ich mich totsaufen. An alle Sachsen. Peace, ich bin auch Sachse. Geborener Leipziger. Ich darf das. Da war ich auch mal. Hallo, na komm los, also glatt ist es nicht, ja, kein Eis oder ja nichts, er hat einfach nur Bock drauf gehabt. So. Da hat es wieder einer nicht geschafft, die Schilder zu lesen. Die großen Wegweiser, die großen gelben, die sind schon sehr weit vorausschauend erkennbar und ich bin mir sicher, dass davor auch schon einige standen. Dann so eine Aktion von ganz links nach ganz rechts auf die Ausfahrt drauf. Na klar kann er den Rot nicht gesehen haben, weil der André halt hier ist und die Sicht versperrt. Leute, rechtzeitig einordnen. Er hat mich jetzt gefährdet, er hat den Roten gefährdet. Dann mal von abgesehen, dass er sich selber auch gefährdet hat. Ja, kannst du mit dem Kopf schütteln. Oh Leute, hier war sogar ein Stoppschild. Hier. Da. Stoppschild. Haltelinie. Ist das die Haltelinie oder da die Haltelinie? Hier ist, glaube ich, die Haltelinie. Da fehlen mir die Worte. Ich weiß, das ist ärgerlich, so welche Radfahrer auf so einer Strecke, wo es bergauf geht, Kurve. Die Radfahrer finden es ganz toll, super Training für uns Autofahrer, auch LKW-Fahrer oder Motorradfahrer. Echt eine nervige Nummer, weil, wie du siehst, du hast nicht viel Platz zum Überholen. Ja, klar, war doof vom Motorradfahrer, aber ich kann ihn so gut verstehen. Es ist erlaubt, er darf ja hier fahren. Und macht er seine Trainingseinheiten oder ist im Training, muss er auch kein Lämmchen haben am Fahrrad, keine Reflektoren am Fahrrad haben. Ist ja alles, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, ist ja alles okay. Aber warum bewusst hier lang zu fahren, wo ich ganz genau weiß, es geht bergauf, ich bin nicht so schnell, ja, weil ich halt Fahrradfahrer bin, ich behindere halt die anderen. Aber das ist mir
scheißegal. Ich verstehe es nicht. In den Kommentaren wird jetzt wahrscheinlich weil und bababa. Ist ja alles legitim und legal, soll er machen, aber such doch dann bitte Strecken aus, weil das ist hier, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich hatte das gehabt, genau so eine Strecke. Rennfahrer, Training, keine Ahnung, was er gemacht hat und hinter ihm LKW. Und das ist eine Kombination, das war es dann gewesen. Dahinter PKWs und so weiter, die konnten nicht überholen. Kurve, eng. Der LKW konnte auch nicht überholen. Aber der Fahrradfahrer ist auch nicht mal rechts ran und hat erstmal alle vorbeiziehen lassen. Der hat das durchgezogen. Es ist nervig. So, weiter geht's. Kreisverkehr. Wir haben eine angegebene Fahrtrichtung. Schaut mal hier. Das ist unsere angegebene Fahrtrichtung. Die Pfeile zeigen so rum. Also wir müssen rechts rum. Diese Kombination mit Vorfahrt gewähren, also Dutschschild und Dutschschild, diese Kombination, das ist das offizielle Zeichen für ein Originalkreisverkehr. Er sieht das wahrscheinlich jetzt als ganz normale Kreuzung an oder so. Keine Ahnung. Wir machen es richtig, also Johannes macht es richtig, weil es wäre so witzig, wenn uns jetzt entgegenkommen würde. Kommt er? Er kommt sogar entgegen. Oh no! No! Und man hat ihn nie wieder gesehen. Gefangen im Kreisverkehr. Oh Leute, das ist doch echt schon, das ist hart. Das ist wirklich hart. Das ist hart. Dafür liebe ich das hier, ey. Das ist so genial. Da kommst du normal doch gar nicht drauf auf sowas. Also, das ist echt. So, weiter geht's. Ich wollte ihn gerade loben. Ich wollte gerade sagen, okay, schon ein bisschen riskant, was er da gemacht hat. Ne? Wir fahren hier so, er guckt, er macht aber trotzdem eine gute Verkehrsbeobachtung, sagt, okay, hier Lücke, jetzt blinkt er. BAFFM geht hier runter vom Gas, hat er gesagt, okay, die Lücke sehe ich. Und dann dachte ich so, bis dato sage ich, okay, war ganz schön knapp alles, aber trotzdem muss man sagen, gute Verkehrsbeobachtung nach hinten raus. Also er hat jetzt auch nicht wirklich jemanden gefährdet. Behindert, okay, aber nicht gefährdet. So, aber dann kommt die Aktion. Wo ich mir dann sage, warum? Was hat dir das jetzt hier gebracht? Ja, nichts. Gar nichts. Ungeduld. Schön über durchgezogene Linie drüber, um den LKW zu überholen, wenn es eine durchgezogene Linie ist und jetzt gestrichelt wird. Warte doch erstmal ab, was der Vordermann macht. Vielleicht will er auch beschleunigen. Vielleicht will er auch überholen. Defensives, partnerschaftliches Verhalten. Innerorts, dann kommt das Ortsausgangsschild. Und dann fangen die uns an zu überholen, weil die denken, ja, die fahren ja bestimmt mit 50 weiter. Das ist halt eine Fahrschule. Nee, wir beschleunigen auch auf 100. Und dann wird schon vor dem Ortsausgangsschild wird schon angesetzt zum Überholen, weil, oh, jetzt kann ich Gas geben. Wartet doch erstmal ab. Durchatmen. Hier, LKW macht jetzt den Blinker an, weil es wird einspurig. Kreisverkehr. Genau, diese Kombination. Das ist Kreisverkehr. Dann ist der Kreisverkehr genauso, wie wir das auch kennen. Ey, meine Herren. Außerorts, Fahrradfahrer überholen 2 Meter. Das sind nicht mal 2 Meter. Allerhöchstens 1,5 Meter. Und dann noch mit so einem Transporter, Mini-LKW, hinten schön mit Plane. Das kann natürlich nach hinten losgehen. Ja? Wenn es richtig windig ist, das kann den Fahrradfahrer vom Sattel heben. Bahu muss jetzt hier schön rechts fahren. Muss jetzt hier gucken, dass er die gefährliche Situation entschärft. Geht nicht. Wie will denn das der LKW-Fahrer jetzt machen? Ich finde jetzt auch absolut nervig, aber er kann ja jetzt nicht mit einem Meter Seitenabstand einen Fahrradfahrer vorbeifahren. So,
So, der Mercedes möchte jetzt gerne Richtung Oberhausen, Frankfurt, Bonn, also Autobahnwechsel. Er hat schon gesehen, okay, ganz schön viel los. Bis jetzt ist alles legitim, ist noch keine durchgezogene Linie. Er sieht, okay, ich muss jetzt rüber, setzt jetzt den Blinker, ne? Also ich würde es jetzt auch nicht anders machen, ich würde jetzt blinken, gucken, ich brauche eine Lücke. So. Und der Audi-Fahrer denkt sich, nö, du hättest dich weit, weit da vorne schon einreihen müssen. Jetzt willst du mir hier, das ist dieses Verhalten, ich habe Recht und ich bestehe auf mein Recht. Und mit so einem Verhalten, da entstehen natürlich gefährliche Situationen, da entsteht natürlich auch der Zickenkrieg auf der Straße. Er, der Audi, lässt den Mercedes jetzt einfach nicht rein. Dass du Pech gehabt, der reizt das Spiel jetzt völlig aus. Pam, uns knallt. Einfacher wäre es doch für alle gewesen, wenn der Audi runtergeht vom Gas und ihn jetzt hier rüberfahren lässt. Oder wenn der Audi einfach mal die Spur gewechselt hätte. Er will ja anscheinend auch Richtung Oberhausen. Es sind zwei Spuren. Nö, ich bestehe auf mein Recht. Ich sehe das nicht ein. Der fährt so weit nach vorne, der hätte sich schon viel früher einreihen können und so weiter und so fort. Absolut sinnlos. Absolut sinnlos. Aber die Polizei wird erstmal zu den Audi-Fahrern hingehen und fragen, haben sie den nicht kommen sehen? Haben sie nicht gesehen, dass er rein will? Was will der Audi-Fahrer sagen? Ja doch, aber... war meine Spur, ich war auf meine Spur, muss er doch zusehen. Tja. In der Kurve schön über die durchgezogene Linie. Ich muss doch damit rechnen, dass jemand kommt. Ich muss doch damit rechnen. Ah, und da wird noch zurückgehupt. Wie kannst du es wagen, mich anzuhupen? Wie kannst du es wagen? Oh. Das sind Haustiere, die wünscht sich kein Autobesitzer. Ja, man sagt Lone Wolf, einem einsamen Wolf, wie das die Terrorforschung nennt. Also ein Mann, der von keinem Netzwerk oder... Kommt schon. Ey, kommt. Das war doch. Komm, wir gucken es mal an. Einem einsamen Achtung, Wolf, jetzt kommt die Terrorforschung nennt, also ein Mann, der von keinem Netzwerk oder einer Gruppe unterstützt unglaublich wurde. Er hat zwar... Oh, was für eine coole Socke. Unglaublich. Auf der Kreuzung überholt, was natürlich verboten ist. Aber wer cool ist, den juckt das nicht. Und dann musste er auf die Linksabbiegerspur vom Gegenverkehr. Juckt ihn auch nicht. Und dann wahrscheinlich von ganz hinten durchgezogen. Grandios. Unglaublich. Von denen brauchen wir mehr, die Auto fahren können. Die nicht Auto fahren können, die müssen sich an die Verkehrsregeln halten. Und die Auto fahren können, brauchen die Verkehrsregeln nicht. Hast du gut gemacht. Ja, komm, die eine Sekunde. Ob eine Sekunde oder zwei Sekunden oder drei Sekunden, ist doch scheißegal. Freunde, der Ampelblitzer kommt. Verlasst euch drauf. Ja, Leute, wir haben eine neue Königsspur. Nicht nur eine Sperrfläche, nein, auch ein Fahrradweg oder Fahrradschutzstreifen kann eine Königsspur sein. Sehen wir hier. Ist mir auch schon passiert. Sind wir gefahren? 50 war erlaubt. Wir sind 50 gefahren. Ich sag zu meinem Fahrsteller noch die nächste bitte rechts. Er macht den Blinker rechts an, zögert aber sich noch einzuordnen. So, was ist denn los? Also guck mal. Guck ich nach rechts, kommt ein Smart. Wir sind 50 gefahren. Kommt ein Smart auf dem Fahrradschutzstreifen, rechts an uns vorbeigeschossen. Und der hat bestimmt 60 oder 70 drauf gehabt. Der König. Der König darf das, obwohl du ja auch Sachen falsch machst, aber das ist ja egal, weil du Auto fahren kannst. Du musst dich nicht an die StVO halten. Ich bin nicht aggressiv, um Gottes Willen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin aggressiv. Ich hab hier echt Spaß. Ich amüsiere mich hier über solche Autofahrer. Ja. Kein Thema. Na, da weiß einer nicht, wo er hin will, oder was? Ja, da muss ich mal
mal ganz kurz einhaken. Also wenn ich schon jemanden vor mir habe, siehst du ja schon ein Nummernschild, also sprich ortsunkundig, und der dann so rumzappelt, will er jetzt rechts und er wird langsamer, dann Ruhe bewahren. Bleibt erstmal dahinter, weil dann passiert genau das. Anonym wollte jetzt überholen und er hat gemerkt, oh, ich muss ja doch nicht rechts, ich muss geradeaus weiter und fährt dann einfach weiter. Und dann kommt es natürlich zu dieser gefährlichen Situation. Also, bisschen entspannt bleiben, gucken, was er vorhat und dann weiterfahren. Fahrradfahrer auf der Autobahn. Ich dachte, sowas gibt es nur in Kroatien. Aber gut, Fahrradfahrer auf der Autobahn, natürlich, selbstredend, absolut verboten. Und ich sehe jetzt gerade, das scheint ein Rentner zu sein, oder? Ohne jetzt hier mit einem Klischee hier, aber es ist eindeutig, ich glaube schon, Rentner, oder? Interessante Frage, wo will der hin? Genau hier. Hier ist vorbei. Da ist sein Fahrradweg zu Ende, ja? Da müsste er jetzt hier quer rüber. Und hier bei der Ausfahrt, aus der Kurve raus, kommen die geschossen, die Leute hier. Richtig mit Speed. Klar, von rechts überholen auf der Autobahn, davon lassen wir bitte ab. Das ist nicht cool. Aber ich frage mich auch, warum der die ganze Zeit in der Mitte fährt. Ich meine, Rechtsfahrgebot. Strelok 05 macht das hier absolut richtig, ja. Rüber auf der rechten Spur. Die Auflösung wäre gewesen, wenn der in der Mitte auf der rechten Spur fahren würde, würde der Rote in der mittleren fahren und der Silberne hätte, der jetzt von rechts überholt, legal von links überholen können. Ja klar, was er jetzt hier macht, ist jetzt keine Ausrede. Er hätte eigentlich hinter dem Roten mit einem schönen Abstand hinterherfahren müssen, bis der Rote sich wieder rechts eingeordnet hätte und dann hätte er weiter überholen dürfen. Aber den juckt das nicht, der bleibt auf der mittleren. So, das war's für heute. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ach, so ihr Lieben, das war's für heute. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und wie gesagt, ja, das Abonnieren nicht vergessen, das Like nicht vergessen, gehört alles mit dazu. Und somit sage ich Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Fahrlehrer. Allzeit gute Fahrt. Winke, winke, Küsschen gehen raus. Und bis denne.